Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit unserem Nameless. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Fünfte Hornetnacht liegt hinter uns, 7:10 Uhr. Ich habe aufgeräumt. Wir fahren heute los ins neue Biom. Ich nehme an, dass es ein neues Biom ist. Auf jeden Fall aber zum Händler. Dann werden wir das so machen, wie wir es gestern gesagt haben, eine kleine Mission. Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, dann kümmern wir uns um die erste Vierer-Mission. So ungefähr will ich das machen. Ich schaue mal gerade, dass ich grob alles dabei habe. Meine Zigarre habe ich dabei, unsere Werkzeugtools. Kohle nehme ich mal mit. Wir wissen nicht, was wir bei dem neuen Händler jetzt gleich finden werden. Ansonsten würde ich sagen, machen wir gar nicht länger rum. Vielleicht nehmen wir uns noch eine Süßigkeit mit oder zwei. Wenn ich jetzt eh schon die Kohle gerade eingeräumt habe, dann kaufen wir hier mal kurz raus. Pass mal auf. Die da. Die da. Birnen können wir auch rauskaufen von mir. So, weißt du was, jetzt sind wir schon dabei. Machen wir oben den Kasten noch leer. Wasser brauche ich keins kaufen, da haben wir genug. Das Motorrad ist sauber. Au, Sprit haben wir, glaube ich, keinen. Kann sein, dass wir kurz ein bisschen Sprit fahren müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn dann Sprit da ist, dann da hinten. Komm, wir gucken mal. Liebe Autoteile. Jo, da haben wir noch. Da haben wir noch ein bisschen was. So muss das sein. So, die zweite Maschinerie hier noch leer gekauft. Und dann hauen wir ab. Wenn wir zurück sind, müssen wir uns mal um die Gärten kümmern, ne? Oh, da ist richtig was dabei. Guck mal. Ja. Das kaufe ich alles raus. Bis aufs Bier. Sehr schön. Haben wir jetzt noch Geld? Jo, wir haben noch Geld. Sehr geil. Es liegt auch schon wieder irgendwo ein kleiner Stapel rum, glaube ich. Das im Kühlschrank habe ich rausgeholt, ne? Was machen wir? Dann machen wir jetzt erstmal kurz die Sachen hier rüber. Das alles schon mal einmal weggeräumt ist ordentlich. Dann haben wir hier die Teile. Oder können wir uns bald wieder was aus Thunfisch basteln? Und dann haben wir hier getrunken und gegessen. Haben wir soweit. Soll ich ihm was mitnehmen? Komm mal her, ich kann es ja im Motorrad lassen. Kriegst du zwei Wasser mit. Und die zwei, bevor sie dann irgendwann doch nochmal gammelig riechen. Thema erledigt. So wie wir jetzt hinhauen, ab, würde ich sagen, oder? Haja. Halt, Süßigkeiten wollte ich mitnehmen. Ne? Gerade im Moment. Und zwar hätte ich gerne einmal Nahkampf-Beutebonus. Ich nehme mal wieder mit. Und den Gefängnisausbrecher einmal, falls wir heute Nacht eine coole Mission haben. So, meine Lieben. Butze wird dicht. Oh, jetzt muss ich auch noch machen. Die Türen alle aufwerten. Ne? Die haben wir ja schon mal gemacht hier. Und da war ich ja so begeistert. Die anderen Außentüren noch. So, einmal nachtanken. Und einmal hier hinein. Das kommt erst schon mal rüber. Das habe ich jetzt umsonst mitgenommen. Das hier ist mehr oder weniger dann fällig. Das machen wir dann so. So. Ich komme mit den Knöpfen. Ich drücke immer noch hier drauf, wenn was mal gewohnt ist. Ne? So, meine Lieben. 96%. Wo geht es denn eigentlich hin für uns? In die Richtung. Ich würde sagen, ich hole euch dazu, sobald ich Neuland betrete. Richtig, ne? Aber wir fahren jetzt erstmal eine ganze Weile hier im bekannten Gefilden. So machen wir das. Ich hole euch gleich dazu, wenn ich so ein bisschen weiter bin. Nachbar sein Hund, der ist ja jetzt wurscht. So, bis gleich. Weit bin ich noch nicht gekommen. Schon haben wir die erste Kiste hier, die wir mal irgendwann übersehen haben. Die schnappen wir uns jetzt natürlich. Wer weiß, was drin ist. Da wir sowieso zum Händler fahren, können wir auch gleich verkaufen, falls wir müssen. So, nehmen das langsam. Ums Mobettle rumgezirkelt und... Gut, die lerne ich jetzt ausnahmsweise. Bisschen Munition, bisschen was zum Essen. Ja, ist doch okay. Du, besser als nix. Einfach so mal geschenkt. Sind aber immer noch 1,8 Kilometer. Aus dem Grund, zweiter kleiner Schnitt. Ein bisschen fahre ich noch. Sonst sind wir nur auf dem Motorrad heute. Bis gleich. Natürlich will ich nicht die ganze Umgebung alleine entdecken. Deswegen hole ich euch rein. 1 Kilometer noch zu fahren ungefähr. 1,1. Und wir sind jetzt auf der Map aktuell hier. Ich nehme an, da drüben müsste sich jetzt gleich ein neues Biom auftun. Wenn nicht, sind wir zumindest sehr nah dran. Sodass wir, bevor wir nach Hause fahren, würde ich... kleinen Ausflug noch einbauen, falls wir jetzt kein neues Biom finden. Weil im Moment sehe ich tatsächlich noch ganz viele Bäume da hinten überall. Das Grüne erstreckt sich wohl weiter, als ich gedacht habe. Freue mich jetzt. Dann schnappen wir uns eine schöne Mission. Und gruscheln mal ein bisschen im Nachbarland rum. So. Was steht denn da für eine Hütte? Immer schön abfahren. Ab und zu sind ja auch so Spots außerhalb, die richtig cool sind. Außerdem ist hier ein Weg. Okay. Weg würde ich es jetzt auch nicht unbedingt nennen. Das ist eine ganz normale Butze hier, ne? Über den Berg kommen wir eh nicht drüber, dann fahren wir hier den Weg mal aus. Jetzt habe ich zum Glück die Kohle mitgenommen. Da war irgendwo ein Kopf, ne? Jetzt habe ich die Kohle mit, das heißt, wir können jetzt gleich Bücher kaufen gehen und nach dem Schmelztiegel gucke ich trotzdem nochmal auf, wenn wir wahrscheinlich noch in der Ecke weg sind. Und Skillpunkte müssen wir vergeben, ne? Schauen wir gleich nochmal durch. Stahl könnte, wenn er Stahl hat, kaufe ich natürlich Stahl. Automatische Schrotflinte steht noch aus. So, wir sind gleich da. Freue ich mich jetzt sehr. Aber das scheint noch eine grüne Siedlung, gell?
Oh, dann müssen wir noch eine ganze Ecke weiter östlich fahren fürs neue Biom, glaube ich. Oder? Täuscht es vielleicht? Nö, hier sieht's so grün aus wie bei uns zu Hause. Ist der Händler außerhalb? Doch, da hinten kommen die Siedlungen. Vielleicht liegt es aber auch an der Grenze, wenn wir Glück haben. Ah ja, das könnte gerade meinen, das sieht so aus wie bei uns halt. Liegt da Schnee? Da liegt Schnee, dann haben wir das Schneebiom gefunden, meine Lieben. Natürlich bin ich voll aufs Wetter angepasst, nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, wir sind ja drin. Schön, wir sind am Rande des Schneebioms, freue ich mich. Hallo Handy, fremder Handy, uns regnet. Das ist natürlich blöd. Gehen wir erstmal rein zum Guten. So, mein Freund, ich kaufe jetzt natürlich hier nicht alles raus, weil sonst haben wir die Taschen gleich voll. Ich will ja noch eine Kleinigkeit machen mit euch. Ich gucke noch mal kurz das Regal durch. Ja, servus. Grüß dich. So, mein Freund, lass mich erstmal kurz bei dir hier reinlinsen. Halt, stopp. Stoppel die Mob. Hat der für ein krasses Licht hier aufgebaut? Halt mal. Bei dem war ich noch nicht so oft, wie man sieht. Hier muss ich raus. So. Wer hämmert denn hier zur späten Stunde an unsere Pforte? Okay, die sind ein bisschen stärker, die Jungs. Ich habe doch mein Dings dabei. Meine Kohle und das Ding hier extra. So. Da bin ich wieder. Ich war nie wirklich weg, mein Freund. Aber ich wollte ja die Zigarren anziehen. Die Zigarren. Das Zigarr. So, jetzt endlich aber. Handbuch automatische Waffen. Na, dann lieber deine Gegner. Automatische Waffen verursachen 10% mehr Schaden. Gekauft. Ist gekauft, oder? Bogenschießen brauchen wir nicht. Haben wir schon. Bauplan. Stahlschlagring. Jo, komm. Wir haben uns schon lange nichts mehr geleistet oder gegönnt. Sonst noch irgendwas? Totengräbermod. Nö. Wie sieht's denn aus mit... Stahl kaufe ich auf jeden Fall. 37 ist Händler Reset. Ich weiß nicht, ob wir dann noch da sind. Ich kaufe auf jeden Fall Stahl. Kann ich da eigentlich eingeben? Buch oder so? Nee, ne? Ballonmütze, das sind die Mods hier drin. Gibt es einen eigenen Reiter für Bücher? Gebäude? Nicht wirklich, ne? Da gucke ich halt hier quer durch. Bin ja gleich durchkuscht. Nö, das war's. Hat er hier noch irgendwie was Spezielles gehabt, was ich jetzt übersehen hätte? Nö, ne? Nö, meine Lieben, das war's gewesen. Dann verkaufe ich ihm die Dinger hier geschwind. Tausche das Geld um. Wo ist denn jetzt hier? Der Rest nehme ich mit. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ja, automatische Waffen, das ist eine coole Geschichte, ne? Rest kommt ins Motorrad. Alles klar, suchen wir uns eine Mission. Irgendwas in der Nähe bei ihm, oder? So, jetzt geht's los. Aber die machen wir erst zu Hause. Eine 1er Abholquest. Das ist ja ein Witz. Eine 1er will ich nicht unbedingt machen. Da hätte ich mich drauf eingelassen hier. Komm, wir nehmen das. Fahr ich halt nochmal ein bisschen. Mach ich nochmal einen Schnitt, oder? Wenn wir Pech haben, liegt's bei uns daheim. Naja, ich will doch daheim sein, wenn ich dann die 4er mache mit euch. So, was ich auf keinen Fall brauche, wenn ich jetzt gleich looten gehe, ist das Zeug. Stahl hat sich immerhin gelohnt. Ja, ich will jetzt nicht so sein. Stahl haben wir ja bekommen. So, dann hier nochmal ganz kurz rein. Da muss ich demnächst auch mal reparieren, ich weiß. Hör ich da gerade fliegen? Die kannst du auch behalten. Lockpick und so, das nehme ich jetzt alles mit. Ja, dann machen wir das so. Ich fahre kurz darüber, die 1,8 Kilometer. In welche Richtung geht's denn? Dann sehen. Oder bleibt mal kurz dran hier. Vor denen habe ich immer noch ein bisschen Panik. Ne, kommen wir erkunden mal zusammen. Ist gerade 11 Uhr. In dem Gebiet waren wir nicht. Wir haben schon lange keinen Schnee mehr gesehen. Fahren wir gemeinsam rüber, oder? Zwei Minuten. Aber auf der anderen Seite ist das Wetter auch gerade so mistig. Es klart auf. Jetzt ist doch gleich viel schöner alles anzusehen. Ein Kilometer noch. Mittlerweile ist uns auch kalt. Da sollte man dann zukünftig vielleicht doch ein bisschen die Klamotten umtauschen. Hier kommt bestimmt die nächste Siedlung. Ja, es hat sich verändert, das Schneegebiet. Oder zumindest habe ich so das Schneegebiet noch nicht gesehen mit den vielen kahlen Bäumen und so. Lass uns mal da hochfahren. Ich nehme an, dass da oben irgendwo die Straße ist.
Sprit müssen wir besorgen, bevor wir dann wieder wegfahren. Ne? Ich habe einen kompletten Tank durchgejagt jetzt was. Es reicht jetzt aber noch bis dahinter, oder? Ja, das reicht noch. Und vor Ort besorgen wir uns dann morgen ein bisschen Sprit. So. Ja, Servus Holzfäller, grüß dich. 6%. Und auf der Straße fährt sich's viel besser. Freue mich, dass das Schneegebiet jetzt hier nebendran liegt. Ich habe erst so ein bisschen Befürchtung gehabt, dass es dieses verbrannte Gebiet ist. Auf Schnee freue ich mich immer. 4% Sprit haben wir noch. Und eine komplette Siedlung mit Autos, die wir noch nicht durchgesucht haben. Komm, wir fahren querfeldein, das ist viel geiler. Ich weiß gar nicht, welches Gebäude wir da jetzt ausgesucht haben. So. Die ist wieder wie wenn wir es abgemessen hätten. Guck mal. 2% Sprit noch. Es könnte sogar knapp werden. Muss ich morgen ein bisschen direkt neben dem Wüstenbiom hier. 1%. Ja, das hat genau gereicht. Super Geschichte. Also, dann geht's morgen Sprit holen. Ah ja, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das ist okay. Würde sagen, wir machen auch nicht länger rum. Gehen wir rein, oder? Je schneller wir da durch sind, desto schneller kann ich Sprit besorgen. Hast du hier zufällig Reparaturzeugs dabei gehabt? Ah ja, komm mal ein bisschen mit dem Kolben. Das hat mir so Spaß gemacht in der Horde-Nacht. Den kriege ich nicht. Den auch nicht. Okay. Vielleicht durchs Resetten jetzt? Eiserne Feueraxt. Und was haben wir? Auch die eiserne Feueraxt. Aber wir haben eine 2er und das ist eine 4er. Yeah, baby. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind aus dem Nachbarviertel. Ah, endlich wieder looten. In aller Ruhe, ohne Zeitdruck. Heute machen wir nur looten. Ich räume jetzt nicht viel ab hier, ne? Sonst wird unser Platz wieder so eng. Außerdem brauche ich gerade nichts Spezielles. Alles, was wir jetzt so mehr oder weniger abfahren müssen, wie die Säcke und so, das holen wir uns alles, wenn wir wieder zu Hause sind. Entsprechend. Hallöchen, ich habe schon lange nichts mehr gemacht. Ich freue mich jetzt aufs 4er Gebäude. Mal sehen, welches das erste wird. Vielleicht die Wasserwerke? Vielleicht die Wasserwerke? Warum nicht? So, lass mich gleich mal rein. Wo ist denn die 4er? Wo ist denn jetzt die 4er Feueraxt? Habe ich die draußen weggeräumt? Ne, da ist sie. Verändern. Abschließen. Und Bämsle. Ein Versteck, in dem nichts drin ist. Das hat man jetzt auch nicht alle Tage. Hier haben wir soweit alles durchgeschaut. Nö, gehen wir direkt weiter. Halbi! Halbi, Dickerle! Ich muss ihn ja töten. Er ist immer noch nicht friedlich. Aber schön, dass man jetzt mal wieder gesehen hat. Ein paar Mal. Ich dachte schon, die haben den rausgepatcht. Der war jetzt eine ganze Weile nicht mehr bei uns. Der Halbi! Die alte Raketen! Ah ja, ich darf die Dinger nicht vergessen hier. Wir haben ja hier was zum Einsammeln. So, das habe ich, da lasse ich jetzt alles hier, ne? Hallo? So. Die engste Lücke im ganzen Spiel und ich passe rein. Aha! Ich habe dich bisher erst einmal gesehen, Diggerle. Zweimal jetzt. Kann ich mir zweimal auf die Fahne schreiben. Auch schön, wir sind wieder am Looten, Leute. Herrlich, oder? Das macht halt das Spiel ein bisschen für mich aus. Schalalali. Können wir vielleicht sogar nachher noch Sprit holen gehen? Wir werden sehen. Ich weiß gerade nicht, ob der will, dass ich hier reinlinse. Da hinten ist sowas, ne? Da hinten ist sowas, aber wie denken die, dass ich da hochkomme? Ich bin da ein bisschen zu dick dafür. Ich freue mich da hoch. So, einfach ist es. Geht nicht. Wegen dem hier, ne? Schapp. So. Hör schön. War nicht umsonst. Die lasse ich jetzt aufstehen heute. Sind wir wahrscheinlich schnell durch. Dann gehen wir Sprit besorgen.
Zeit, dass du noch eben dabei bist. Guck mal, wie neblig es da ist in der Ecke. Wahrscheinlich ist draußen gerade Wetter, ne? Naja, ist halt eine Standardgebäude. Aber es war mal schon lange nicht mehr drin. Ich dachte, okay, das können wir bestimmt machen. Hab mich jetzt auch gefreut. Die sind alle schon aufgeklappt hier, die Dinge. Okay, Grillrost hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. In dem Mülleimer ist nicht immer was drin. Gibt hier keinen Topf irgendwo oben rum, den wir einsammeln können? Ah, Pflänzle. Warum so schnell? Warum so schnell, Stück? Essen ist immer gut. Versteckt hast du nichts hier, ne? Ich freue mich echt aufs nächste Vierer. Ich kann sein, dass ich das nächste Vierer-Gebäude mal versuche, nur mit dem Kolben zu machen dann. Sollte eigentlich gehen, oder? Außer wenn es dann ganz brenzlig wird. Bevor ich sterbe, würde ich natürlich schon die Waffe zücken. So, hey, dann können wir gleich noch abgeben, Sprit besorgen. Ist doch super. Oh, daneben kann ich den Hund. Ja, dich nehme ich natürlich mit. In meine Gärten. Weißt du? So, was haben wir? Da ist nichts für uns leider. Okay, weiter. Warum liegen die hier nicht so komisch hier auf dem Boden? Den wollte ich nicht einsammeln. Oh, Glücksbrille. Ne, Int-Brille war das, gell? Welches Level? Normale. Gibt's, glaube ich, auch nur normal, ne? Ich schlag das auch noch weg. So, kurzer Moment. Jetzt baue ich auch so eine Hitze. Ey, Wahnsinn. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Das wollte ich eigentlich anders, aber ist egal, jetzt habe ich es schon versaut. Einmal draufgedrückt ist vorbei. Was war? Nix. Läuft der jetzt nicht aufs Bett drauf? Der du warst aber doch nicht drin. Ich habe einen Safe gesehen, den schnappen wir uns jetzt. Hier mal noch ganz kurz das Zimmer sauber fahren. Ja, jetzt hast du dich bei der Mutti versteckt. Oder? Alles klar. Danke für die Warnung. Ich habe noch 10 gesehen. Hat sie schön zersprengt, herrlich, oder? Toll. Ich erinnere mich, wir wollen Mamas killen. Mama auch noch. So, was haben wir für ein Buch gekriegt? Dukes, wenn du weißt, wo du suchen musst, kannst du fast überall Geld finden. Finde mehr Beute. Mehr Geld in Beute. Ich dachte, da haben wir sogar schon eins. Ich lasse den mal offen, den Safe. Ich weiß nicht sicher, war da nicht noch ein kleiner irgendwo? Können wir das jetzt effektiver nutzen, falls auch ein kleiner ist. Wenn nicht, laufe ich nachher nochmal kurz hin. Hier gehen wir gleich gucken, ist klar. Alter, war da geschwind hier so eine Sprengfalle. Wenn ich da schneller gewesen wäre, wäre ich reingeschlappt. Ich hätte ihn nicht gesehen. Volles Leben haben wir ja noch, ne? So, lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich da irgendwas... Viel ist es halt nicht, ne? Das Problem ist, ich sehe manchmal die Sachen, die ich rausschmeißen sollte, auch nicht so spontan. Wie das zum Beispiel. Das kann ich auch daheim machen, weißt du? ISO-Dingle. So, jetzt haben wir aber gucken, da war doch noch eine Tür. Die sind aber alle zu, gell? Den Safe muss ich mal merken, das war klar. Die sind alle zu, also ist mein Weg hier hoch.
Rede mit Händler, also die Quests haben wir schon erledigt. Gut. Dann nehme ich jetzt ganz kurz mir den Loot vor. Wir sollten die Süßigkeit nehmen, ne? Die vergesse ich immer. Manchmal habe ich sie dabei und vergessen. Sind die unten im Auto? Das ist natürlich bescheuert. Aber hilft jetzt nichts. Vor allem im Auto, wo wir gar keins haben, ne? Also komm her. Hab ich jetzt den Weg gleich? Das hab durchsucht. Dann ging es hier das Treppenhaus. Und dann. Ja, das ist überschaubar. Das habe ich jetzt gebraucht, so ein gemütliches nach der Horde, ne? Leer. Ich mache jetzt am besten gleich frei. Ich hätte eh rausgemusst wahrscheinlich. So, 15.23 Uhr. Ja, dann können wir das ganze Thema an einem Stück erledigen. Da war nur die Feder drin noch, ne? Ja. Ja, Sprit besorgen, das geht jetzt vor. Pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Das mache ich natürlich rüber. Das auch, das auch, das auch. Das kümmere ich dann. Das machen wir dann da. Ich mache gleich schon so leer, dass wir auch die Autosachen erledigen können. So, mein Freund. Das machen wir ebenfalls rüber. Was brauche ich noch gleich nicht? Das hier. Das kannst du auch rüber machen. Das hier, das hier. Okay, und was haben wir gesagt? Die und die schnappe ich mir. Jo, das passt doch so, oder? Das passt so. Der kann auch rüber. Und die Sachen noch rüber. Also, einmal Beutebonus. Und einmal Safe-Knacker. So, jetzt haben wir nur noch Loot hier drin. Das Auto werde ich wahrscheinlich gleich abbauen, wenn wir rauslaufen. Anani, na, na, na. Da, 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 da. Schöne Runde war es, gemütlich, stressfrei. So lieb ich's. War es das? Jetzt haben wir den Weg, ne? Bin ich jetzt am Safe schon vorbei? Ich glaube nicht, gell? Da sind wir reingelaufen vorhin, dann hier durch. Ah ja, alles klar. So, meine Lieben. Nummer uno. Schöne Geschichte. Ja, jetzt holen wir uns eine Handvoll Sprit, geben das Zeug gleich ab beim Händler und dann steigen wir direkt um und holen so lange Sprit, bis wir genug haben, fahren heim. Dann kommt eine Vierer-Mission und dann bauen wir die Falle wieder auf. So ganz grob vom Ablauf her, würde ich sagen, machen wir das so. 16 Uhr, das müsste eigentlich reichen. Ich muss nur zwei, drei Autos machen, dass wir hier wegkommen. Schön, schön, schön. Das war jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, aber es muss mich ja auch nicht vom Hocker hauen. Stopp. So. Munitionskiste. Und. Ja, ist okay. Die kann ich sogar, glaube ich, noch gebrauchen, die eine. Muni, Muni. Hier, guck mal, der ist auch nicht schlecht. Ah, es hat sich doch gelohnt. Und dann haben wir jetzt hier noch Shamway. Ich fahr die Achse weg hoch. Okay, das war jetzt aber nicht die Welt, ne? Sonst noch irgendwas versteckt hinten dran oder so? Ich sehe spontan nichts. Aber ich bin ja auch nicht der Obergierle. So, hau mal ab. Da werde ich jetzt von hier aufs Mäuerle springen. Hat nicht geklappt, aber das Auto wolltest du eigentlich mitnehmen, ne? Da, jetzt geht's los. Passt schon. Ah, mir läuft gerade so die Brühe runter die Tage jetzt. Ist egal, wann am Tag du guckst, ne? Es ist so warm. Okay, war hier noch. Das ist die Feder, die brauche ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, ob es hier noch irgendwo Sprit gibt. Nö, fahren wir mal, Eckler. Richtung Handy, würde ich sagen. Aber schon mal. Also mehr oder weniger. Ganz kurz. Du hast nämlich nur noch 1%. Warte mal, schnell. 21%. Ich weiß nicht, ob das bis rüber reicht halt. Ne? Ich sehe aber hier jetzt auch kein Auto, das jetzt noch irgendwie weiterhelfen wird. Da hat es ein paar Gärten. Ah ja, hier. Die Siedlung erstreckt sich in dem Bereich. Da haben sie die Pferdekutsche rechts angebaut. Das ist auch nicht schlecht. Hier sind fast kein Auto. Oh. Ich bin nicht do. Komm, 20% Sprit reichen bis drüben, oder? Gleich sind wir da. Es wird knapp, aber es reicht.
11%, 600 Meter. Ah ja, jetzt tanken wir einmal voll auf, würde ich sagen. Überlege ich gerade, ob das praktischer ist, wenn ich hier kurz auf dem Weg bleibe. Aber ich muss ja darüber, ne? Nee, ich muss darüber. Hilft uns alles nichts. Hier sind wenigstens mal wieder ein paar Zombies in der Wildnis unterwegs. Bei mir daheim ist fast nichts mehr, ne? Guck mal, wie trüb das Wetter hier ist. Wahnsinn. 9% bei 400 Meter. Müssen wir halt hoffen, dass wir jetzt in der Nähe gleich Autos finden. Oder beim Händler nochmal tatsächlich gucken, ob wer Sprit hätte. Wir machen beides. Wir machen beides. Das wird trotzdem eine knappe Ecke schon wieder, ne? Zieh dir das rein, du siehst nichts vor Augen davon da hinten. Was hier los ist, Alter. Schon vergessen, bei uns ist immer so ruhig in der Umgebung mittlerweile. 6% und uns ist kalt. Komm her, nimm den gleich mit hier, den abgeschlopften. Die Pumas. Sofort. Guck mal, ob du nachgeladen hast. Die können nicht hier überall laufen. Wo ist der? Da hinten steht der Wald. Ne? Natürlich weg. Hab ich dich erwischt, richtig? Ja. So, geben wir ab. Liegt der auf dem Händlergrundstück? Was meint er? Komm, Risiko, Risiko, wir probieren unser Glück. Hab's schon lange mehr gehört. Ja, jetzt müssen wir nur noch heimkommen. Ist doch super, dann holen wir jetzt noch 2, 3 Autos zusammen. Morgen geht's dann daheim auf die Vierer-Mission. Stahl plus Platte. Nehmen wir auf jeden Fall die. Muss ich gleich prüfen. So, vergiss es, das war's, was ich hier wollte. Ich wollte nach Sprit gucken, gell, ich weiß. Ben... Naja, kein Benzin. So soll, der hat ja nie im Leben Benzin. So, komm her raus, paar Autos noch gemacht und dann hau mal ab. Den haben wir gerade gecheckt. So, der Fahrer geht's weiter für uns. Habe ich die Motorzimt drin gehabt? Ich habe gestern gedacht, ich habe die rausgemacht. Vor der Horde Nacht. Vor allem, weißt du? Ne, gecheckt mal wieder. So, meine Lieben. Da holen wir jetzt noch so lange Autos, bis genug Sprit da ist. Und dann fahren wir nach Hause. Fertig, aus. Schöne erste Geschichte nach der ersten Horde Nacht. Morgen Abend könnte man dann daheim eventuell ein bisschen kruscheln. Ein paar Sachen schon mal vorbereiten für die Aufwertung. Weil ich glaube nicht, dass wir es rechtzeitig schaffen. Obwohl, das könnte reichen, oder? Die 3 Böcke noch da vorne tanken und dann fahren wir heim, dass wir noch eine Mission holen. Dann könnte man nämlich in die Nacht rein looten gehen. Und morgen, tagsüber, werden wir dann fertig, wenn das ein großes Gebäude ist. Das probieren wir. Dann mache ich das jetzt aber so, Leute, mache einen kleinen Schnitt und dann hole ich euch morgen zu Hause ab, kurz bevor ich in die Siedlung reinfahre, oder? Machen wir es so. Oder halber Weg heute, halber Weg morgen. Wie viel Sprit hast du denn jetzt drin? Ich hoffe, du hast voll. Den Händler haben wir. Wir müssen jetzt praktisch einfach darüber. Hey, das reicht uns doch. Komm, wir fahren noch ein paar Meter zusammen. Entschuldigung. 63%. Ah, nehm lieber die Autos noch mit, die da kommen. Dann haben wir auch später noch ein bisschen was. Ja, komm, dann machen wir jetzt noch 2, 3 Autos und morgen hole ich euch dann ab, wenn ich in die Siedlung fahre. So, my friend. Weißt du, hier liegen nämlich gerade welche. Es ist so super trüb. Jetzt freue ich mich schon fast, wenn wir wieder daheim sind. Hier ist so dunkel außenrum überall. Jetzt muss ich erstmal das Shirt gleich wechseln. Das ist der Hammer, wie heiß es ist bei uns. So, einmal pfupp. Ein paar Meter vor. Und dann Ami-mäßig runter. Jawohl. So, meine Lieben. Dann haben wir einen Plan. Dann machen wir das so. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fahre mit meinen 87% Richtung Heimat. Bis morgen.